Morgens um 11 in der Gesamtschule der Ursulinen an der Ahornstraße in Offenbach. Heute übernimmt eine echte Staatsministerin den Unterricht in Politik und Wirtschaft. Lucia Puttrich beantwortete 40 Fragen der Schülerinnen zu den Themen Gleichstellung der Geschlechter, Rassismus und Antisemitismus, Klimawandel und Europa. Auch Fragen zur eigenen Biografie beantwortete der prominente Gast auf dem Bildschirm. Wenn Sie könnten, würden Sie Ihren Beruf noch einmal wählen oder welchen anderen Beruf könnten Sie sich noch vorstellen? Nö, ich würde alles machen, wie ich es gemacht habe. Wobei vieles Zufall war, wirklich vieles Zufall war. Ich habe da BWL studiert und war dann in der Geschäftsführung unseres mittelständischen Betriebes vom Schwiegervater mit meinem Mann zusammen, habe Politik eigentlich immer nur so nebenbei als Hobby gemacht. Wie war der Webcast mit der Politikerin aus Wiesbaden? Also ich muss sagen, ich war richtig aufgeregt, weil das so eine hohe Person ist, die so sonst immer weit weg scheint und dass man dann per Video mit ihr reden konnte. Das war schon echt eine aufregende Sache und ich werde das wahrscheinlich auch niemals vergessen. Es war schon echt schön und ein tolles Erlebnis. Wie hat sich die Klasse auf die Begegnung vorbereitet? Wir haben eine Sammlung gemacht, welche Themen die Mädels interessant finden würden. Und dann haben die Schülerinnen selber sich eben für dann 5 Themen entschieden, die wir ans Staatsministerium geschickt haben. Und daraus wurden dann eben 3 Themen ausgewählt, auf die wir uns dann explizit vorbereitet haben. Ich finde Europa sehr wichtig, vor allen Dingen, weil es auch so eine große Zusammenkunft aus vielen Ländern ist, die zusammen wirklich viel erreichen können. Und ich finde es super, dass es sowas gibt bei uns. Ja, ich finde auch, Europa spielt eine wichtige Rolle. Vor allem, wenn man sich anschaut, Asien ist ein Riesenkontinent. Und es gibt ja trotzdem weniger Länder in Asien als in Europa, obwohl wir so viel kleiner sind. Und deshalb finde ich es wichtig, dass viel Kommunikation in Europa herrscht. Und finde es wichtig, sich vor allem als Bürger auch damit zu beschäftigen. Auch die Ministerin hatte eine Frage an die jungen Damen. Wie sieht's aus mit katholischen Themen wie dem Zölibat? Ja, das ist auf jeden Fall etwas, womit wir uns auch sehr beschäftigen, vor allem an der katholischen Mädchenschule. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass man das Priesteramt als Mann und Frau antreten sollte, also dass das nicht vom Geschlecht abhängen sollte. Nach einer Stunde war das Gespräch beendet. Das Interesse der Zehntklässlerinnen an Europa bleibt bestimmt.